Einen wunderschönen, meine Lieben. Ja, es ist soweit. Wir müssen schon wieder über Cyberpunk reden. Also eigentlich müssen wir nicht, aber ich tue es so gern. Also es war völlig klar, dass ich nochmal über Cyberpunk rede. Ich hatte es auch vor. Ich wollte es allerdings nicht so schnell machen. Aber ich habe in meinem letzten Video erzählt, dass ich behaupte, dass Cyberpunk die Chance hätte, für mich persönlich, das beste Spiel aller Zeiten zu werden. Und ich habe jetzt wirklich viel Ingame-Zeit. Ich bin jetzt bei ca. 60 bis 70 Stunden Ingame. Und ja, meine Meinung hat sich geändert und darüber wollte ich jetzt sprechen. Ich denke nämlich nicht mehr, dass es die Chance hat, das beste Spiel aller Zeiten zu werden. So, ich bin mir absolut sicher. Das Spiel ist für mich, es hat Witcher überholt. Was wirklich was heißen will. Ich sag's aber nochmal, es ist hier meine persönliche Meinung. Das Spiel wird von vielen Seiten sehr stark kritisiert und die Leute haben auch alle recht. Also die meisten Kritiken bestehen absolut zu Recht. Sie interessieren mich aber nicht und darauf möchte ich jetzt eingehen. Ich habe nämlich unter meinem letzten Video einen Kommentar bekommen von jemandem, der Cyberpunk nicht so toll findet wie ich und auch wirklich gut aufgelistet hat, was ihm denn nicht gefällt. Und ich habe mir das Kommentar durchgelesen und habe mir gedacht, ja, das stimmt, das stimmt. Da hast du recht. Ja, das ist auch so. Interessiert mich aber nicht. Es ist trotzdem für mich das beste Spiel. Und das fand ich interessant. Warum ist das so? Warum empfinde ich dieses Spiel so krass anders als viele andere? Also ich stehe da auch nicht alleine da. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin der Rebell. Ich zeige es der kompletten Computerbranche. Sehr viele Kritiker haben das Spiel sehr, sehr hoch gelobt. Und es ist, denke ich, wir sind uns da schon alle sicher, dass es eins der besten Spiele dieses Jahres ist. Aber es hat halt seine Probleme, die auf mich schon ein bisschen Einfluss nehmen. Aber es ändert nichts daran, dass ich sage, es ist das beste Spiel aller Zeiten. Ja, nichtsdestotrotz, ich fand den Kommentar interessant. Ich fand, dass der Kommentarsteller mit allem recht hatte. Ich fand aber, dass es für das, was ich über das Spiel empfinde, absolut keine Auswirkungen hat. Und ja, darüber möchte ich jetzt reden. Ich werde euch jetzt den Kommentar mal vorlesen und dann würde ich sagen, gehen wir denn Stück für Stück durch. Und ich sage einfach mal so, was ich dazu denke und warum das auf mein Spielvergnügen keine Auswirkungen hatte. Der Kommentar ist von King Munti und wie gesagt, das ist absolut überhaupt keine Beschwerde oder sonst irgendwas. Ich freue mich über eure Kommentare. Ich wollte ja auch über das Spiel diskutieren. Ich hoffe, dass wir auch jetzt unter diesem Video wieder miteinander reden können und ihr mir eure Meinung sagt, auch zu dem jetzigen Video, was ich zu dem Spiel empfinde, sage ich jetzt mal. Es wurde leider zu viel versprochen. Ich fand Cyberpunk sehr gut, aber ich finde, es hat durchaus seine Schwächen. Die Hauptstory und sehr viele Nebenquests sind wirklich großartig, aber wenn man mal damit fertig ist und nicht nur von einer Quest in die andere hüpft und sich auch mal die Welt ein bisschen anschaut und erkunden will, merkt man schnell, dass diese vermeintliche Open World, wie ich finde, eigentlich nur Kulisse ist. Die NPCs sind leider sehr dämlich und können außer rumlaufen und bei Gefahr in die Embryostellung gehen nichts. Man kann außer Quest nichts in der Welt machen und mit niemandem und nichts interagieren. Die Welt ist gefühlt nur dafür da, um von A nach B in die nächste Quest zu gehen. Das ganze Menü finde ich vollgestopft. Das System mit den Kleidungen, die Rüstung geben, finde ich auch nicht gut gemacht. Zudem finde ich die ganze Story mit ihren Missionen leider etwas sehr linear und groß kann man sie eigentlich auch nicht beeinflussen. Trotzdem ist die ganze Geschichte, wie ich finde, hervorragend. Mein Fazit, ich finde es ein sehr gutes Spiel und ich hatte sehr viel Spaß damit. Trotzdem hat das Spiel auch unabhängig von den ganzen Bugs und Fehlern seine Schwächen, wie ich finde. CD Projekt Red hat die Erwartungen halt selber viel zu hoch gesteckt und darum sind jetzt auch viele zu Recht etwas enttäuscht. Also erst einmal vielen Dank für den Kommentar, finde ich super geschrieben und bringt's auf den Punkt. Aber wie gesagt, ich sage dennoch, es ist das beste Spiel aller Zeiten. Und er listet hier halt wirklich grobe Fehler auf. Warum? Interessiert mich das jetzt nicht. Ja, und das möchte ich jetzt eben erklären, indem wir den Kommentar Stück für Stück durchgehen. Grob, ich möchte jetzt nicht hier jeden Satz bearbeiten. Aber gleich der erste Satz ist sehr, sehr wichtig. Es wurde leider zu viel versprochen. Und es ist interessant, weil ich nicht weiß, was versprochen wurde. Ich habe mich keinen Meter mit diesem Spiel beschäftigt. Ich habe, und das wisst ihr, Witcher 3 gefeiert und gesuchtet, dass es schöner nicht mehr geht. Ich liebe CD Projekt Red für Witcher 3 und für alles drumherum, für die geschenkten DLCs, für die Behebung aller Bugs, für den Support, für einfach für alles. Und dann kommen sie her und sagen, hey, wir bringen ein neues Spiel. Ein Open-World-Rollenspiel in der Zukunft. Und ich war geflasht. Ich habe gesagt, Alter, das ist es. Ich habe mich so gefreut. Und dann nie wieder damit beschäftigt. Ich habe weder irgendwelche Ankündigungen gelesen, irgendwelche Erwartungen, Theorien, Trailer. Ich habe mir nichts angeschaut. Das Einzige, was ich angeschaut habe, da kam ein 45-minütiger Gameplay-Trailer, wo man den ganzen Anfang sieht. Den habe ich mir so 10 Minuten ungefähr angeschaut, habe gesagt, oh, da grafisch, genau mein Ding.
habe dann aber wieder abgeschalten, weil ich einfach nichts davon sehen wollte. Und so habe ich es beibehalten, bis dieses Game rauskam. Ich habe mir absolut nichts zu diesem Spiel angeschaut. Ich habe keine Ahnung, was CD Projekt versprochen hat. Ich hatte meinen Wunsch, sag ich mal, und der Wunsch war Witcher 3 in der Zukunft. Und wenn man es genau nimmt, habe ich exakt genau das bekommen. Die Hauptstory und sehr viele Nebenquests sind wirklich großartig, auch wenn man damit mal fertig ist und nicht nur von einer Quest in die andere hüpft und sich auch mal die Welt ein bisschen anschaut und erkunden will, merkt man schnell, dass diese vermeintliche Open World, wie ich finde, nur Kulisse ist. Absolut richtig. Aber die mit Abstand, und ich meine wirklich mit Abstand, beste Kulisse, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Und für mich persönlich muss sie auch absolut nichts anderes sein. Sie muss mir ein Gefühl vermitteln, sie muss mir eine Story ernsthaft verkaufen. Und das hat sie getan. Und das hat sie wahnsinnig gut gemacht. Also wie ich auch im letzten Video gesagt habe, Night City und die Badlands drumherum sind perfekt. Es ist für mich persönlich einfach nur unfassbar, was für eine Welt sie da geschaffen haben. Ein Detailgrad, dieses dreckige, schmutzige, an jeder Ecke irgendein Sexshop, die Menschen, die Optik einfach, der Abfall, Abfallberge türmen sich. Es ist keine schöne Stadt, es ist eine dreckige, räudige Stadt. Genauso wie die Story, die Leute, und es passt einfach alles so gut zusammen. Die Stadt, wenn nicht so aussehen würde, wenn die richtig schön aufgeräumt und geputzt wäre, aber optisch trotzdem so schön. Niemals hätte das Spiel so funktioniert. Es wird in dem Spiel sehr oft über Night City geredet und was Night City verkörpert und was Night City mit den Menschen macht. Und ich glaube das. Also ich bin mir sicher, wenn man da dort wohnt, ist man so wie einer der Charaktere aus dem Spiel. Und das muss die Welt für mich machen. Sie muss eine Kulisse sein. Und das hat sie einfach nur extrem gut gemacht. Extrem gut. Und es war bei Witcher nichts anderes. Ich meine, klar, da hast du mal eine Höhle gefunden, da lag da mal ein Schatz drin oder so, aber der Hammer war das jetzt auch nicht. Fallout genauso. Assassin's Creed. Ich würde sagen, der Einzige, der das anders macht, ist GTA. Und da kommen wir auch zu einem Punkt, den ich ansprechen möchte. Ich habe nämlich im Internet sehr oft gelesen, die Welt von GTA ist besser. Was? Also, eure Meinung, wenn ihr das so empfindet, völlig okay. Aber wieso wird denn das überhaupt verglichen? Ich habe noch nie in Bezug von Cyberpunk an GTA gedacht und auch andersrum nicht. Es gab schon die ersten Gameplay-Trailer von Cyberpunk, da habe ich GTA gespielt. Ich hätte nie gedacht, ob Cyberpunk auch so wird. Das sind für mich zwei absolut völlig unterschiedliche Spiele, weil sie ja beide eine Open World haben. Ja, wow. Ansonsten sehe ich da absolut überhaupt keine Verbindung. Und ja, ganz ehrlich, bei GTA kannst du halt mal bowlen gehen oder Darten oder Billard oder weiß der Teufel was, geht halt bei Cyberpunk nicht. Juckt mich null. Also wenn man bowlen könnte, würde ich einmal bowlen gehen, habe gesagt, ja, habe ich das auch gesehen und damit ist es erledigt. Und ich kann euch auch sagen, warum CD Projekt Red das nicht gemacht hat. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass wenn du im Game bowlen könntest, wäre das mit einer Quest verbunden. Die legen dir nicht einfach irgend so ein Zeug vor die Füße und sagen, da, schau, kannst bowlen. Ja, wow, was bringt mir das jetzt? Dass die Welt jetzt vielleicht öde ist für manche Leute, okay, das sehe ich absolut ein. Das ist wirklich in Ordnung. Ich empfinde es halt anders und darum soll es ja in dem Video gehen. Die NPCs sind leider sehr dämlich und können außer rumlaufen und bei Gefahr in die Embryostellung gehen, nichts. Man kann außer Quest nichts in der Welt machen und mit niemandem und nichts interagieren. Ja, auch hier sind wir wieder an dem Punkt, was erwartet man von NPCs? Ich? Gar nichts. NPCs sind für mich genauso Kulisse wie die Welt drumherum. Für alle, die nicht wissen, was ein NPC ist, NPC steht für Non-Player Character. Sprich, es ist eine Person, die keinen großen Einfluss aufs Spielgeschehen hat. Sprich, Passanten, andere Autofahrer, Händler zählen auch mit dazu. Und genau das sind sie für mich, nicht mehr und nicht weniger. Fußgänger, die laufen da halt rum. Und auch hier muss ich wieder sagen, bei Cyberpunk machen sie es extrem gut. Wie die aussehen, ja, also ganz, ganz selten, dass ich mal zwei erkenne, die die gleichen Klamotten anhaben. Sie stehen da, rauchen eine, dann siehst du im Park irgendwie ein Pärchen, was sich gestritten hat und sich gerade versöhnen. Der eine sitzt da, bestellt Nudeln. Ich finde es absolut glaubhaft. Also nicht nur, dass sie das tun, was ich von einem NPC erwarte, sie tun mehr. Es ist jetzt natürlich die Frage, was man von NPCs erwartet. Ich halte einfach gar nichts. Es gab Spiele, wo ich es wahnsinnig nervig fand, wie jetzt zum Beispiel Skyrim. Ich sag nur, ich wollte ein Abenteurer werden, so wie du. Dann bekam ich einen Pfeil ins Knie. Diesen Satz habe ich in Skyrim
locker an die 1000 Mal gehört. Das habe ich bei Cyberpunk gar nicht. Ich habe zum Beispiel, da haben sich meine Freunde sogar lustig über mich gemacht, weil mir das aufgefallen ist und ich das richtig cool fand, da saß ein Straßenmusiker und hat Gitarre gespielt. Und ich bin ganz nah hingegangen und habe erkannt, dass der wirklich spielt. Also wie der an den Saiten gezupft hat und die Noten gespielt hat, das war die Musik, die halt auch wirklich lief. Und sowas flasht mich. Wo gab's denn sowas bisher? Ganz ehrlich, in jedem anderen Spiel steht ein Straßenmusiker, hält die Gitarre nur und da läuft halt Musik. Nein, der hat wirklich Gitarre gespielt. Dann liegt da wieder ein Obdachloser. Auch wenn du die Leute anrempelst. Bei Rocket Beans haben sie zum Beispiel gesagt, dass jeder Charakter in dem Spiel dich immer anstarrt. Das habe ich gar nicht. Kann sein, dass ich das jetzt irgendwie, wenn ich lang da sitze, dann irgendwann werde ich angeglotzt. Aber die Charaktere, die mir entgegenkommen oder mir vorbeilaufen, die schauen mich überhaupt nicht an. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie, ja, keine Ahnung. Das haben die auf jeden Fall genannt und haben es auch gezeigt. Bei mir ist das nicht. Was ich zum Beispiel letztes Mal hatte, da saß eben dieses Pärchen im Park und sie ist anscheinend fremdgegangen und hat ihm immer gesagt, es tut ihr leid. Und ich habe mich so daneben gesetzt und habe halt zugehört, weil ich das halt cool fand, was die da reden und wollte es halt hören. Und irgendwann hat sie mich dann angeschaut und hat gesagt, geht dich das irgendwas an? Oder irgendwie sowas. Also schon ein Satz, der Sinn gemacht hat. Und ich lebe in dieser Stadt und die Stadt muss mir realistisch verkauft werden und so funktioniert das für mich. Samp Zockt hat zum Beispiel auch ein Video über die NPCs gemacht und zwar ein sehr detailreiches Video und hat halt gezeigt, wann sie sich dumm benehmen und fand ich total faszinierend, weil ich das echt nicht wahrgenommen habe. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, woran es liegt. Ich verlinke euch die Videos übrigens unten in der Beschreibung, dann könnt ihr euch die anschauen, damit ihr auch wisst, worüber ich rede. Ja, also in seinem Video war es echt dramatisch. Also sie haben zum Beispiel so Animationsfehler. Das heißt, es sitzt einer auf einem Stuhl, du machst den Stuhl kaputt, dann kann der nicht aus der sitzenden Position aus wegrennen, sondern er muss aufstehen und muss dann loslaufen. Das sieht natürlich extrem dämlich aus. Dann hat er einen Rollstuhlfahrer geschlagen, der Rollstuhlfahrer ist aufgestanden und weggelaufen. Was soll ich sagen? Mir wäre es nicht aufgefallen. Also für mich trübt es den Spielspaß nicht. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Auf mich hat es einfach keinen Einfluss. Ja, für mich sind die NPCs Kulisse, genauso wie die Stadt selber. Und ich finde sie eine richtig gute Kulisse. Also ich kaufe denen ihr Leben schon irgendwo ab, ihr Verhalten und alles drum und dran. Das Aussehen, alles taugt mir. Ja, wenn du in die Luft schießt, hocken sie sich alle hin und halten die Hände über den Kopf. Keine Ahnung, was sollen sie machen? Ja, weiß nicht. Wenn da 10 sind, könnten 5 von denen weglaufen, die anderen 5 bleiben sitzen. Puh, was soll ich sagen? Es juckt mich halt einfach nicht. Also was ich jetzt ganz schlimm finden würde, wenn ich da echt permanent irgendwas hätte. NPCs fahren mich einfach über den Haufen oder stecken andauernd ineinander oder stecken in der Wand oder es gibt bloß 3 verschiedene, alle schauen sie gleich aus. Sowas würde mich triggern. Ja, ansonsten, wenn Samp Zockt sein Video nicht gemacht hätte, wäre es mir halt nicht aufgefallen. Mehr kann ich dazu jetzt echt nicht sagen. Ich erwarte halt einfach nichts von NPCs. Ist halt so. Ich finde, man kann viele NPCs anquatschen, Verkäufer, man kann was zum Essen kaufen, man kann Obdachlosen Geld geben. Das ist für mich das Maximum, was ich von einem NPC erwarte. Auch hier sind wir wieder an dem Punkt, falls CD Projekt Red mehr versprochen hat, was ich nicht weiß, dann ist natürlich, das geht nicht. Ja? Es war auch oft, was ich auch oft gelesen habe, ja, der geht um 5 Blocks und dann geht der die Spur wieder ab. Ja und? Also nicht einmal in über 60 Stunden Spiel bin ich 10 Minuten an einem Fleck gestanden und habe geguckt, ob der NPC jetzt nochmal vorbeikommt. Und selbst wenn das tun würde, wäre es mir nicht aufgefallen. Ist es gleich mit den Autos? Haben sich auch viele beschwert, dass die Autos fahren wie auf Schienen eine bestimmte Strecke und fahren halt quasi immer im Kreis. Ja und? Wenn der jetzt 2 Straßen weiter abbiegt und dann kommt halt ein anderes Auto, was hat denn das für Auswirkungen auf mich? Aber wie gesagt, sollte es so sein, dass CD Projekt Red etwas anderes versprochen hat, dann fängt der Hamster an zu humpeln. Ja, jetzt bin ich noch mal kurz aus dem Schnitt. Ich hoffe, das Bild ist nicht allzu sehr anders. Mir ist nämlich noch was eingefallen, was ich nämlich kritisieren möchte. Das habe ich nicht vergessen, weil der Kommentarersteller hat es nicht kritisiert. Und zwar jetzt gerade, wo ich das Schleichen hier und da mal vergeige und es dann doch zum Feuergefecht kommt. Die Gegner-KI ist furchtbar dämlich. Also so richtig. Die ist auch beim Schleichen dämlich, das muss man schon sagen. Also das ist ein Punkt, der ärgert mich so ein bisschen. Es ist wahnsinnig leicht, sich da von hinten anzuschleichen. Ich meine, der sieht dich kurz, wie du vorbeigehst und dann oh, ist wohl wieder weg, so à la Metal Gear Solid 2. Ja, jetzt wo ich so drüber nachdenke, das ist ein Punkt, der stört mich schon. Auch manchmal, weiß ich nicht, wie die Gegner aus der Deckung kommen oder auf dich zurennen, ist nicht so ganz nachvollziehbar. Also das, ja, das ist schon sehr oft sehr dämlich.
War aber auch bei Witcher nicht anders. Ja, also, keine Ahnung, da stehen 10 Gegner, dann greifen sie dich nacheinander an, anstatt dass alle 10 auf einmal kommen. Dumm. Das ist ein Punkt, der stört mich schon. Der hat jetzt auch nicht so viel Einfluss auf mich, weil beim Schleichen fällt es halt nicht so auf. Ich glaube aber, wenn du es als Shooter spielst, ist das schon richtig nervig. Ja, der nächste Punkt, den möchte ich nur ganz kurz ansprechen. Das ganze Menü finde ich auch sehr unübersichtlich und viel zu vollgestopft. Nö. Finde ich nicht. Ist für Rollenspielverhältnisse eigentlich, finde ich persönlich sogar ziemlich aufgeräumt. Also Inventar, klamottentechnisch finde ich sogar richtig easy, ist eigentlich richtig schön aufgeräumt. Weil dieser Talentbaum, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen und ich finde den Talentbaum auch nicht so sinnvoll. Also ich habe alles so ein bisschen hochgelevelt, aber gerade die hohen Dinger, wo ich sage, da musst du richtig hochleveln und dann richtig viele Punkte investieren, was man dann dafür bekommt, finde ich totalen Quatsch. Also muss ich nicht haben. Es gibt so Kleinigkeiten, wenn ich jetzt zum Beispiel Telefon aufmache, ja, ich möchte Rogue anrufen, geh auf Rogue, klick dann auf Nachrichten, dann bin ich nicht bei Rogue, sondern ganz oben in den Nachrichten und muss dann wieder Rogue suchen. Ja, das nervt mich. Splitter genauso, wenn ich neue Splitter habe, ich kann mir die alten nicht ausblenden, sondern ich habe mittlerweile echt viele Splitter und muss dann aus denen die neuen raussuchen. Da bist du auch am Scrollen. Du kannst ja alle Fenster also minimieren, ja, alle Splitter im Bereich so und so minimierst du, alle Splitter im Bereich so und so minimierst du. Wenn du aber zumachst und wieder aufmachst, sind die ganzen Reiter wieder offen. Finde ich auch extrem nervig. Weil ansonsten, das ist Jammern auf sehr hohem Niveau, aber er hat nicht Unrecht, also, aber stört mich jetzt auch nicht so. Hätte ich jetzt auch anders gemacht, wie eigentlich fast immer, jedes Menü in jedem Spiel, würde ich persönlich anders machen. Hat jetzt keine allzu großen Auswirkungen auf mich. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Das System mit den Kleidern, die Rüstung geben, finde ich auch nicht gut gemacht. Da beschweren sich nämlich auch sehr viele, wenn du nämlich dein maximales Rüstungslevel haben willst, was du zu dem Zeitpunkt haben kannst, dann siehst du aus wie der größte Volllappen. Also es ist wirklich dramatisch. Ich kriege irgendeine Mütze, die ist wieder eine Panzerung besser. Ey, die schaut aus, hast du pinke Hasenohren. Ja, also es ist so, wenn du sagst, du möchtest immer maximal ausgerüstet sein, dann siehst du halt blöd aus. Ja. Verstehe ich, dass sich da Leute drüber beschweren, aber auch hier wieder betrifft mich persönlich keinen Meter. Weil mir egal ist, ob ich maximal gepanzert bin. Ich spiele das Spiel auf normal, ja, was ich sogar, muss ich sagen, ein bisschen bereue. Also ich werde es nochmal spielen, dann werde ich es auch auf schwer spielen, weil es auf normal echt zu leicht ist. Also falls einer von euch erst anfängt, steckt gleich auf schwer. Und ich spiele halt Stealth. Also bei mir kommt es sehr, sehr selten zum Kampf. Ja, also die meisten Missionen schaffe ich eigentlich komplett, ohne dass ich erwischt werde. Mal vergesse ich es speichern, werde dann erwischt, ja, und dann lass mal halt knacken, dann hol ich Skippy raus und rotz alle weg. Aber auch das geht, ohne dass ich die maximale Panzerung trage. Also sogar problemlos geht das. Weil ganz ehrlich, ob ich jetzt 59 Panzerung habe oder 59,7, hau ein Ei drauf, Alter. Also ich persönlich schaue drauf, dass die Outfits gut ausschauen und einigermaßen gut gepanzert sind. Wenn ich jetzt mal Schuhe finde, wo ich sage, ja, die sind jetzt nicht so schön, sind aber doppelt so stark wie die alten, dann ziehe ich sie schon an. Aber auch ein Punkt, der mich nicht stört. Vor allem, weil umso größer ist die Freude, wenn ich was mega geil gepanzertes finde, was dann auch noch gut ausschaut. Ja, auch wieder ein Punkt, den ich nachvollziehen kann, dass es Leute stört. Auf mich hat es halt keinen Einfluss. Mich stört es überhaupt nicht. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn du es auf extrem schwer ist, glaube ich, die schwerste Stufe, extrem schwer spielst und halt als Shooter spielst, hier nichts mit Stealth, dann kann schon sein, dass die Panzerung was ausmacht. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber auch dann kannst du ja deine Kleidung upgraden. Ja, ich, wie gesagt, ich verstehe den Punkt. Ich finde ihn halt nicht dramatisch. So, der nächste Punkt. Zudem finde ich die ganze Story mit ihren Missionen leider etwas sehr linear und groß kann man sie eigentlich auch nicht beeinflussen. Trotzdem ist die ganze Geschichte, wie ich finde, hervorragend. Und dazu will ich eigentlich gar nichts sagen. Über die Story wird nicht geredet. Das ist die beste Story, die ich je in einem Spiel gesehen habe. Sie ist so gnadenlos gut. Es stimmt, dass man sie nicht spürbar beeinflussen kann. Also nicht so wie bei Witcher. Bei Witcher war es ja so, du hast eine Entscheidung getroffen, da hast du ja erstmal gar nicht erfahren, ob die jetzt richtig war, ob die falsch war. Nee, 8 Stunden später bei irgendeiner anderen Quest wurde es dir mit einer Wucht in die Fresse gehauen. Das hast du damals falsch gemacht und deshalb ist das jetzt so und so. Das hast du bei Cyberpunk nicht. Ich glaube aber trotzdem schon, dass du massiv Einfluss auf die Story nimmst. Kann ich mir schon, also weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen. Da müsstest du wirklich den ganzen Storystrang auf verschiedene Arten und Weisen durchspielen, um dann zu sehen. Also das Ende wird, denke ich, schon irgendwo aufs Gleiche hinauslaufen. Wobei das auch nicht ganz, ja. Ich habe jetzt
könnte ich mir vorstellen, dass das so irgendwie in der Richtung ausgeht. Und dann hat man ja doch schon großen Einfluss drauf genommen. Also das Ende ist letzten Endes natürlich schon ja das, was halt kommt, weiß ich ja noch nicht. Aber es ist auch okay so für mich. Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt. Meine eigene Wahrnehmung, ich mag das gar nicht, wenn zu krass viel beeinflusst werden kann. Ich finde es schon cool, wenn ich Missionen auf verschiedene Arten machen kann und ja, vielleicht quatsche ich vorher noch mit dem, dann kann der mir da helfen oder ach, wenn ich dem bezahle, dann regelt der das hintenrum und so. Das reicht mir, weil ich so ein entscheidungsschwacher Mensch bin, das ist ganz schlimm. Ich hinterfrage mich immer wieder und selbst bei Cyberpunk war es jetzt schon sehr oft, dass ich die Mission immer und immer wieder neu gestartet habe, weil ich schauen wollte, was passiert, wenn ich den Dialog nehme, was passiert, wenn ich den Dialog nehme. Oh, das ist schwer und bei Witcher war es dramatisch. Also ich habe bei Witcher Stunden neu gespielt, weil ich mit dem Ergebnis dann einfach nicht zufrieden war. Auch hier wieder ist Geschmackssache. Ich mag es, wenn man es beeinflussen kann. Ich mag es auch, wenn man es viel beeinflussen kann. Es geht für mich aber auch schnell ins zu viel beeinflussen, ja, wo meine Entscheidungen dann zu viel Ausmaße haben und ich sie dann vielleicht im Nachhinein bereue, das will ich nicht. Auch wieder eine Wahrnehmungssache, aber die Story selber, über die hat ja auch der Kommentarersteller nichts Negatives gesagt, die Story ist einfach nur einmalig. Also ich habe noch nie so eine gute Story in dem Spiel gesehen, noch nie. Jetzt möchte ich noch einen Punkt ansprechen, und zwar von den Rocket Beans. Da hat nämlich Micha, den ich sehr schätze, ich mag den unglaublich gern, der hat nämlich gesagt, was ihn so ein bisschen stört, er findet es nicht schlimm, aber es stört ihn so ein bisschen, dass alle Charaktere in dem Spiel unfreundlich sind, auch du selbst. Und ja, und das feiere ich extrem. Da kommen wir nämlich wieder zu dem Punkt mit Night City, also der Stadt. Wenn du nämlich in Night City aufgewachsen bist, dann bist du ein unfreundliches Arschloch. Kann mir keiner anders erzählen. Da musst du Erfahrungen gemacht haben, die einfach nicht gut waren. Da vertraust du niemanden, da prüfst du alles fünfmal nach. Da wird eher gedroht, als irgendwie versuchen, sich nett irgendwie auf einen Deal zu einigen. Das finde ich absolut glaubhaft. Und was ich aber noch viel besser finde, du kannst sie alle ändern. Also ich habe jetzt schon so viele Charaktere kennengelernt, die am Anfang so richtig arschig zu mir waren. Und ich war aber nett zu denen und habe da und da geholfen. Und letzten Endes waren wir dann so richtig Homies. Finde ich total geil. Bei dem einen war ich jetzt sogar schon beim Grillen und Feiern und Trinken. Und also das auch, das sind doch Quests, Leute. Nicht hier nur, man muss dahin fahren und den abschießen. Nein, das ist eine Quest, dass du dahin fährst und mit dem richtig chilligen Bro-Abend verbringst. Mega geil. Obwohl wir uns am Anfang beim ersten Treffen fast noch die Fresse eingeschlagen haben. Das feiere ich extrem. Ja, die sind alle echt unfreundlich in das Spiel, aber zu Recht sind sie das. Und du kannst sie ändern. Also finde ich total genial. Das finde ich auch gerade in der Story sehr extrem, aber darauf möchte ich halt jetzt nicht speziell eingehen, weil das geht dann schon in Richtung Spoiler. So, der letzte Punkt ist jetzt, CD Projekt Red hat die Erwartungen halt selber viel zu hoch gesteckt und darum sind jetzt viele zu Recht enttäuscht. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich hatte keine Erwartungen. Und das würde ich auch euch empfehlen, Leute. Hört auf, vor dem Game alles an Infos in euch aufzusaugen und jedes kleinste Detail vorab rauszukriegen. Jeden Trailer anzuschauen, jede Demo zu zocken, jedes Interview anzuhören. Lasst euch überraschen, Leute. Es ist umso besser. Also gerade in diesem speziellen Fall bin ich so froh. Und es fiel mir echt schwer, richtig schwer. Aber ich bin im Nachhinein so froh, dass ich mich vorab kaum über das Spiel informiert habe. Ich habe Witcher 3 in der Zukunft erwartet und ich habe Witcher 3 in der Zukunft bekommen. Ich habe eine richtig geile Spielwelt bekommen, genau wie in Witcher 3. Ich habe einen coolen Hauptcharakter bekommen, genau wie in Witcher 3. Ich habe eine richtig coole Story bekommen, genau wie in Witcher 3. Und ich habe richtig coole Charaktere und Leute kennengelernt, genau wie in Witcher 3. Witcher 3 war bisher das beste Spiel für mich. Dadurch ich Night City, die Grafik, alles einfach noch so ein Ticken mehr feier, ist ab sofort für mich Cyberpunk das beste Spiel aller Zeiten. Ich kann, wie gesagt, jeden verstehen, der es anders sieht. Ich kann allen voran die Konsolenspieler verstehen, die so einen Kaffee aufhaben. Also Leute, tut mir echt leid für euch. Holt es euch für die Next Gen, sobald ihr die Möglichkeit dazu habt. Wenn der Tag kommt, wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß damit. Ihr
dürftet mittlerweile so ziemlich genau wissen, was euch erwartet. Und ich würde mich jetzt wirklich sehr freuen, wenn ihr unten in die Kommentare schreibt, was ihr davon haltet, wie ihr das Ganze seht. Könnt ihr meine Meinung so einigermaßen nachvollziehen? Seht ihr es komplett anders? Ich würde mich da echt freuen, wenn wir darüber diskutieren können, weil ich finde, Gamer können gut miteinander diskutieren. Wenn es nicht gerade solche sind wie, du hast eine Xbox, du bist ein totaler Volldepp. Nee, du hast eine PS4, du bist ein totaler Volldepp. Richtige Gamer können sich über Plattformen und Spiele unterhalten und ich würde mich freuen, wenn wir das tun. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, könnt ihr den Kanal auch gerne abonnieren, die Glocke aktivieren. Ich danke euch allen für den mega heftigen Support und wir sehen uns beim nächsten Mal.